Hallo, hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal zu Episode 2 von The Debut Diaries und zu einem What I Eat in a Day. Das starten wir erst ab morgen früh, nämlich quasi jetzt am Abend vorher, denn ich fahre gleich zum Einkaufen und ich dachte, das passt ja thematisch ganz gut rein. Zeige ich euch mal so ein bisschen, was ich so standardmäßig Food shoppe und morgen seht ihr dann, wie das Ganze so verwendet wird und in Meals umgezaubert wird. Dann kurz noch vorweg, weil es jetzt natürlich hier auf meinem Kanal auch viel so um Essen und Ernährung gehen wird, zu der Thematik Kalorien und so weiter. Es ist ja immer so ein bisschen ein sensibles Thema und man muss mal gucken, weil sich jetzt verschiedene Leute hier dieses Video angucken und nicht jeder jetzt Wettkampfsportler ist. Wenn ich einmal vorwegnehme, also ich werde meine Makronährstoffe nennen, also meine Kohlenhydrate, Proteine und Fette, wie viele ich davon konsumiere und das auch zu den einzelnen Meals drunter schreiben, wie viel da immer drin ist. Wen es interessiert, kann sich ja dann die Kalorien selber daraus ausrechnen. So möchte ich so ein bisschen das Mittelding finden, weil ich will natürlich einerseits jetzt niemanden hier direkt damit konfrontieren, sonst wie viele Kalorien esse ich, wen es vielleicht irgendwie triggert oder so. Und ich möchte aber trotzdem natürlich gleichzeitig ja so detailgetreu wie möglich irgendwie meine Prep abbilden, was ich esse, wie viel ich esse. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich das dann auch dazu schreiben werde. Trotzdem nochmal an der Stelle, um es einfach zu sagen, also ich denke mal, das wisst ihr hoffentlich auch alle, was ich hier zeige an Mengen funktioniert für mich. Das heißt nicht, dass es für irgendwen anders genauso funktioniert. Das ist nun mal einfach sehr individuell, wie viele Kalorien man für was benötigt. Es ist ja auch so, dass ich jetzt hier eine Wettkampfdiät mache, was die wenigsten machen, Mengenangaben und so. Muss man immer individuell im Kontext betrachten, was ist dein genaues Ziel, was hast du als Person für einen Kalorienverbrauch. Das lässt sich halt überhaupt nicht vergleichen. Also was ich jetzt hier zeige, ist einfach nur, um Insight zu geben, wie es bei mir aussieht, um vielleicht ein bisschen Inspo für Meals zu liefern. Ja, das heißt aber nicht, dass jemand das bitte genau so nachmachen soll. Nur um das einmal nochmal so ganz am Anfang klipp und klar gesagt zu haben. Und damit habe ich jetzt auch schon wieder genug geredet. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal zum Einkaufen und melde mich dann wieder. Nee, stopp. Mir ist noch was eingefallen. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich will meine Macros und so weiter nennen. Deswegen einmal kurz. Ich bin aktuell bei 150 Gramm Eiweiß, 70 Gramm Fett und bei 145 Gramm Kohlenhydraten. Ist jeden Tag konstant. Keine High- und Low-Days oder sowas. Tatsächlich habe ich schon im ersten Prep-Check-In letzten Sonntag meine erste Kalorienanpassung bekommen. Also ich bin in die Prep gestartet mit 160 Gramm Carbs und okay, davon sind jetzt nur 15 weggegangen, aber weil wir jetzt am Anfang eben ja was härter reingehen wollen, um uns am Ende nach hinten raus in der Prep so ein bisschen Puffer zu schaffen und auch einfach, weil ich es jetzt am Anfang natürlich noch am besten so verkrafte. Fette halten wir ja relativ hoch, einfach um meinem Hormonhaushalt da so ein bisschen zugute zu kommen. Daraus begründet sich so ein bisschen die Makroverteilung und jetzt würde ich aber sagen, geht's wirklich los. So, bevor ich jetzt die Kamera wegpacke, weil ich hier gerade schon so schön am Labern bin, beim Thema Check-in ist mir das eingefallen. Es gibt noch ein Update und zwar habe ich ja im letzten Video über meine Show-Auswahl gesprochen und dass wir noch so ein bisschen am Gucken sind, was ich noch vor der ANBF machen kann. Dahingehend ein kleines Update und zwar habe ich mich jetzt schon angemeldet für die PCA tatsächlich in England. Genau, dem Konstantin, also meinem Coach, ist diese Idee gekommen, dass es die Möglichkeit ja auch noch gäbe. Er hat dann so ein bisschen ins Ausland weitergedacht. Da war ich tatsächlich mega begeistert drüber. Richtig, richtig cool, dass er darauf gekommen ist, denn ich habe da tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ich habe früher schon mal so ein bisschen mit dem Verband geliebäugelt. Ist einfach eine extrem coole Show. Also es ist natürlich auch ein cooler Vibe, dann dafür nach England zu traveln und so. Und ja, dementsprechend wird dann meine erste Show tatsächlich die PCA sein. Am 24., lass mich nicht lügen, 24. September. Ja, das als Update zu dem Thema und jetzt geht's aber wirklich los hier. Okay, wow Leute, mein Kamera-Akku hat schon wieder einge... Deswegen habe ich jetzt mein Handy hier und ich stehe hier vorm Aufbackwarenregal. Und zwar, ganz wichtig und auch der Hauptgrund eigentlich, warum ich heute einkaufen gehe, weil die nämlich leer sind, sind diese Proteinbrötchen hier. So, es gibt zwei verschiedene. Es gibt einmal diese. Und es gibt diese. Diese hier haben nur Weizeneiweiß als Proteinquelle. Diese hier haben hauptsächlich Soja und ich glaube auch ein bisschen Weizen. Deswegen bevorzuge ich die hier. Also die hier sind halt leider doppelt so teuer wie die. Also die kosten 1,50. Die kosten, ich glaube, 3 Euro.
aber dadurch, dass die hier aus Soja-Eiweiß hauptsächlich bestehen, ein deutlich besseres Aminosäurenprofil haben als diese hier, kaufe ich sie mir trotzdem. Und sie haben auch insgesamt noch ein bisschen bessere Nährwerte, also nochmal 5 Gramm weniger Carbs oder so. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die auch nie alleine als Proteinquelle verwende, sondern immer noch kombiniere mit Ei oder sowas, weil ich eben nicht darauf setzen will, auf dieses Soja und Weizen alleine. Aber auf jeden Fall ein Standard in meiner Diäternährung und deswegen nehme ich mir die gleich zweimal mit. Morning guys, es ist jetzt schon der nächste Tag, obviously, und den starte ich mit meinem geliebten Kaffee. Wie könnte es anders sein? Es ist tatsächlich ein Decaf, weil ich mir das Koffein für später aufspare, aber den zeige ich euch, weil es hier auch schon die ersten Kalorien quasi drin sind, und zwar in Form von Hafermilch, 25 Milliliter, um genau zu sein. Also fast nichts, aber genau, also das ist quasi mein erster Konsum des Tages. Ein Kaffee und dazu ein großes Glas Wasser. Und vorher hatte ich auch schon ein Glas Wasser, um ja nach dem Schlaf, wo der Körper ja so ein bisschen dehydriert, weil ich einfach logischerweise lange am Stück nichts getrunken habe, gucke ich, dass ich morgens einmal meinen Flüssigkeitshaushalt schön wieder ankurbel. Und ja, das werde ich mir jetzt erstmal gönnen. Leute, ihr seht's, ich bin schon unterwegs. Ich habe leider nicht mehr geschafft, mein erstes Mehl zu Hause zu essen, was ich eigentlich machen wollte. Denn ich bin heute den ganzen Tag unterwegs. Von 9 bis 18 Uhr in der Uni und danach muss ich noch ins Gym. Dementsprechend habe ich mir eh einige Meals gepreppt und wollte wenigstens mein Frühstück zu Hause essen. Hat leider nicht geklappt, deswegen werde ich das gleich in der Uni tun. Ich habe hier meinen Beutel, nicht meine Tasche. Nur voller Essen und meine Drinks habe ich noch hinten im Rucksack. Also ich fühle mich wie so ein Packesel. Ist hoffentlich hilfreich. Vielleicht verbrenne ich ein paar extra Kalorien. Jedenfalls werde ich euch dann gleich in der Uni zeigen, was es so gibt, was ich mir gepreppt habe für den Tag. Also ich bin da echt am Überlegen, ob ich mir für genau solche Tage vielleicht einen Mealplan erstellen sollte. Und aktuell tracke ich ja einfach meine Macros. Ich habe schon so meine Basic Meals, die ich eigentlich jeden Tag in irgendeiner Variation wieder esse. Nur die Mengen sind dann halt von Tag zu Tag schon mal ein bisschen unterschiedlich in den einzelnen Meals. Oder ich variiere zum Beispiel die Obstsorte Porridge. Dementsprechend muss ich halt dann alles immer abwiegen und jeden Tag neu eintracken, und es fühlt sich an, als würde ich jeden Tag komplett was Neues machen, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, weil die Meals im Prinzip immer wieder die gleichen sind, bis auf so Kleinigkeiten. Und das ist normalerweise cool, weil ja, es eben doch ein bisschen so Abwechslung und einfach Spaß in die Ernährung bringt und das ein bisschen enjoyable macht, weil ich so die Möglichkeit habe, dann halt doch, wenn ich Bock habe, mal ein bisschen was anderes zu integrieren. Nur an Tagen wie heute, die halt echt wirklich sehr busy sind, ist das schon eher ein zusätzlicher Stressfaktor. Ich habe es halt heute Morgen irgendwie fast eine Stunde gebraucht, um die Meals zu preppen für den Tag. Ich mache da keine besonderen Meal-Prep-Rezepte oder so, sondern genau das, was ich sonst auch essen würde, nur halt für To-Go oder halt irgendwas, was sich halt für To-Go eignet. Aber ich bin jetzt niemand, der für ein paar Tage Reis und Gemüse vorkocht oder so. Deswegen denke ich schon, dass es mir vielleicht leichter fallen würde, wenn ich mir einfach so einen Mealplan erstelle, den ich halt nicht jeden Tag nutze, sondern nur dann, wenn er nötig ist, eben an solchen Tagen wie heute. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, falls sich da in der Richtung was tut. Aber aktuell erstmal nur Macro-Tracking. Ich habe gerade Vorlesungspause in der Uni und es gibt jetzt mein zweites Meal. Es ist hier mein Soja-Joghurt-Magerquark-Gemisch mit Tiefkühlbeeren und
dunkle Schokolade und Haselnussmus. Haselnussmus ist übrigens das Allerbeste. Also es schmeckt auch nach Nuss, nach Haselnuss halt logischerweise, aber halt so richtig, nicht nur so wie Nussmus, sondern nach so einer richtigen Süßigkeit. Also es ist so richtig, es schmeckt halt so wie nach Nougat und so. Deswegen ist Haselnuss, also definitiv Empfehlung. Hole ich mir mal bei Rewe, obwohl es günstiger wäre, das im Internet zu bestellen, aber ich vergesse, was zu bestellen und dann habe ich keins mehr da. Dann muss ich es mir im Endeffekt auch wieder kaufen. Das Meal esse ich eigentlich immer standardmäßig abends, weil dadurch, dass da halt so Tiefkühlwaren drin sind, wird es dann so richtig fest, also wie so ein Eis. Und deswegen ist es halt voll geil, das abends so auf der Couch zu essen. Und ich muss sagen, jetzt to go ist es halt wirklich nur noch halb so lecker, weil die Tiefkühlwaren so angetaut sind. Und es wird ja schon so, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, es ist jetzt halt weich. Und ich mag das, dass es normalerweise so richtig hart wird und ich da so richtig dran kratzen muss. Und ich musste es heute vorziehen, weil mein letztes Meal heute zu Hause mein Post-Workout-Meal sein muss, weil ich heute erst abends trainieren kann. Und dafür hat mir dieses Meal halt ein bisschen zu viel Fett. Deswegen werde ich heute Abend dann meine Gemüse-Mahlzeit essen. Die eignet sich ein bisschen besser als Post-Workout und ist außerdem auch nicht so nice to go. Also dann hätte ich halt gar kein richtiges warmes Meal. Deswegen habe ich mir das heute mitgenommen und das werde ich mir jetzt machen. Es ist jetzt ungefähr 18.30 Uhr. Ich bin, Halleluja, endlich durch mit der Uni. Ich bin mittlerweile am Bahnhof. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich bin ein bisschen näher dran, weil es ist hier logischerweise laut. Genau, ich habe unfassbar Hunger und mein letztes Meal ist jetzt ungefähr 5,5 Stunden schon her. Das ist Meal Nummer 3, mein Pre-Workout-Meal. Ich gehe jetzt im Anschluss direkt trainieren und hätte ich es vor meiner Vorlesung gegessen, dann wäre es ungefähr 3 Stunden oder so bis zum Training und es ist mir dann doch zu lange. Deswegen habe ich es mir jetzt für nach der Uni aufgespart. Letztes Essen und setze mich dann in die Bahn nach Hause und fahre von da aus direkt ins Gym. Essen ist jetzt heute leider nicht so präsentabel. Dafür sehr realistisch dafür, was ich an einem Busy Day esse, wo ich den ganzen Tag unterwegs bin. 3 von 4 Meals sind jetzt halt gepreppt und wenn es in der Dose mal so durchzieht, sieht es natürlich irgendwann nicht mehr so schön aus, aber schmecken tut es trotzdem noch und funktionieren sowieso. Ich habe jetzt hier Oats, 60 Gramm mit veganem Protein in Marzipan-Geschmack. Das ist so mein Standardgeschmack. Das ist nämlich mein Marzipan-Kirsch-Torten-Style-Porridge. Das ist offensichtlich mit Kirschen getoppt, Tiefkühlkirschen, deswegen sind Suppen die jetzt auch so. Dann noch Schokostreusel und Magerquark, so die Sahne darstellen. Das lasse ich mir jetzt schmecken und dann bin ich gut gefuelt für meine Pull-Session. Guys, I finally made it to the gym. Ich wollte euch noch kurz hier mein Intra zeigen. Also mein Pre habt ihr eben schon gesehen, das habe ich getrunken, bevor ich losgefahren bin. Und jetzt habe ich hier für während dem Training ERAs drin, 14 Gramm und 10 Gramm Cluster. Das wird über meinen Zyklus hinweg mehr, also es ist ja jetzt noch recht wenig und mit zunehmender Zykluslänge, also Trainingszykluslänge, erhöhe ich das dann, um ja einfach die Performance im Training bestmöglich zu gewährleisten und da noch so einen kleinen Push zu geben. Ich merke persönlich, dass mir das sehr viel bringt, auch in der Diät, wo ich jetzt nicht mehr so viele Carbs zur Verfügung habe. Es ist natürlich traurig, weil ich die dann trinke, anstatt sie zu essen, aber mir ist halt meine Trainingsperformance noch wichtiger, als ich das essen kann und das bringt mir tatsächlich sehr viel, deswegen immer noch Cluster oder Malto im Intra. Ansonsten werde ich mich jetzt endlich in mein Pull-Training geben. Ich bin sehr hyped, ich habe richtig Bock heute. Ich hatte zwar jetzt schon einen echt langen Tag, aber umso mehr freue ich mich jetzt auf mein Training. Nachdem ich mein Gehirn jetzt schon genug angestrengt habe, kann ich jetzt auch endlich meinen Körper mal ein bisschen anstrengen. Und ja, let's go! Parish, this shit high, boy. No, you
Frage für mich ist, ob ich ein Gärtner. Ab Foto bin ich Candy Pack, ein Drop Top, can't top that. A brand new coat, no boy, you know you can't top. I'm in my bag, boy, you should get it up. Ihr Bitch, die Frage für mich ist, ob ich ein Gärtner. Ab Foto bin ich Candy Pack, ein Drop Top, can't top that. A brand new coat, no boy, you know you can't top back. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Hello again. Ich bin gerade vom Training nach Hause gekommen. Wir haben jetzt schon fast 23 Uhr. Ich war halt heute zur Primetime quasi erst im Gym und dann dauert es immer fast doppelt so lange, weil es einfach so voll ist. Aber ich habe es jetzt geschafft und es war auch tatsächlich eine sehr gute Einheit. Aber ich hatte irgendwie heute richtig viel Energie. Ich war gar nicht so müde, obwohl ich letzte Nacht eigentlich theoretisch zu wenig geschlafen habe. Aber nehme ich so. Jedenfalls mache ich mir jetzt noch mein letztes Meal. Ich habe noch 35 Gramm Carbs, ungefähr 15 Gramm Fett und 40 Gramm Eiweiß offen. Ich schaue mal, was ich mir jetzt daraus noch zauber und zeige es euch dann gleich noch. Okay, last but not least haben wir dann jetzt hier noch mein Post-Workout-Meal. Ich habe mir hier solche veganen Bällchen angebraten. Hier haben wir noch Veggies, also ich habe Zucchini und Tomaten mit auch noch so einem veganen Speck, weil es sonst als Proteins nicht gereicht hätte. Dazu haben wir hier noch Paprika, die habe ich frisch gelassen und nicht mit angebraten, weil das Vitamin C, was darin enthalten ist, sehr hitzeempfindlich ist und deswegen esse ich die immer frisch dazu. Und dann habe ich noch eine Scheibe Toast, weil ich hatte noch ein paar Carbs offen und ich war ehrlich gesagt zu faul, um mir jetzt noch Kartoffeln oder Reis oder weiß ich nicht was dazu zu kochen. Deswegen habe ich mir eine Scheibe Toast in den Toaster gesteckt und dazu werde ich dann jetzt noch ein bisschen was von dieser Light Zero irgendwas Peri-Peri-Soße drauf machen, weil es ist relativ trocken, weil ich mit nur 1 Gramm Olivenöl angebraten habe. Ja, und das ist es. Und weil es ja jetzt mein letztes Meal ist, werde ich dann das What I Eat in a Day und damit das Video jetzt auch hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war einigermaßen interessant, obwohl die Meals jetzt so unspektakulär waren. Ja, we keep it real. Falls da Interesse besteht, mehr über meine Ernährung zu erfahren, dann wiederhole ich das gerne nochmal an einem Tag, wo ich vielleicht mehr Zeit und ein bisschen mühevoller auch mal kochen kann, weil es kommen solche Tage vor wie heute, an denen es halt einfach praktisch sein muss und das Essen vielleicht nicht schön aussieht, aber es trotzdem einfach funktioniert. Und dann gibt es auch Tage, wo ich halt nicht so busy bin, wo ich mir auch gerne mal mehr Mühe mit meinem Essen gebe. Also ich würde es jetzt nicht nur fürs Video machen, sondern es ist tatsächlich mal so. Ich mag es eigentlich auch. Ich finde, es ist auch irgendwie eine Form von Self-Care, wenn ich mir ein schönes Meal koche, es mir vielleicht auch schön anrichte. Ja, oder einfach mal irgendwie diese Freiheit des Macro-Trackings irgendwo halt zunutze mache. Also dass ich halt eben keinen festen Mealplan habe, sondern ja, dann einfach auch mal ein bisschen was Fancieres mit Gewürzen oder so mache, ein bisschen Spice reinbringe. Also, wenn da Interesse dann besteht, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt es mir einfach so, dann werde ich das bestimmt nochmal einbinden. Oder auch wenn ihr Fragen nach konkreten Rezepten habt oder so, zum Beispiel für mein Porridge. Da gibt es übrigens 2 Varianten. 2 Lea super duper Special Porridge Varianten und ich liebe beide.
Die kann ich euch auch sehr gerne mal zeigen zum Beispiel. Just let me know. Und jetzt muss ich das echt mal essen, weil es wird schon gleich kalt. Es dampft schon gar nicht mehr. Schmecken wird es trotzdem noch. Und damit würde ich sagen, ich bin raus für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal.